Cocktails, die in der Zeit der Prohibition in den USA entstanden sind, sind häufig fruchtig süß, weil man so die deutlich gesunkene Qualität von damals häufig selbst gebrannten Spirituosen maskieren konnte. Einer der typischsten Vertreter dieser Drinks ist der Bee's Knees, auch wenn der gar nicht so entstanden ist, wie man lange geglaubt hat. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und die Geschichte des Bee's Knees ist, wie wir das von so vielen klassischen Cocktails kennen, etwas verworren. Der Drink ist zu Zeiten der Prohibition entstanden und so hielt sich lange die Geschichte, er sei auch in den USA kreiert worden und man habe, um die schlechte Qualität des selbstgebrannten Gins in dieser Zeit zu überdecken, Zitronensaft und Honig zur Spirituose hinzugemischt. Der Begriff Bee's Knees war in den 1920ern in den USA ein Ausdruck, der etwas außergewöhnlich Gutes beschrieb. Und danach wurde der Drink benannt, weil er so lecker war und der Begriff auch gut zum verwendeten Honig passte. Klingt soweit plausibel, oder? Inzwischen gilt als belegt, dass der Bee's Knees von Frank Meyer, dem österreichischen Headbartender des Pariser Ritz Hotels in den 1920ern dort und eben nicht in den USA kreiert wurde. Das ist 1929 in einer Rezeptsammlung namens Cocktails de Paris dokumentiert und das ist auch die älteste zu findende schriftliche Erwähnung des Drinks. In Europa war Gin zu dieser Zeit in vernünftiger Qualität verfügbar und so ist davon auszugehen, dass hier nicht die Maskerade von Fehlaromen, sondern einfach die Kreation eines interessanten, eines leckeren Drinks auf Basis eines klassischen Sours im Vordergrund stand. Den Namen hat der Drink dann vielleicht von amerikanischen Gästen in Paris erhalten, die ihn auch später mit in die USA nahmen, wo ab 1930 in Cocktailbüchern auftaucht. Vielleicht war Frank Meyer der Begriff Bee's Knees aber auch selbst geläufig. Die konkrete Namensgebung, also wer dafür verantwortlich war, lässt sich heute leider nicht mehr nachvollziehen. Die Mischung ist ein einfacher Gin Sour mit Honig anstelle von Zucker. Auch wenn das nach einer kleinen Veränderung klingt, so ist die Wirkung groß, denn wegen der einfachen Rezeptur aus nur drei Zutaten wirkt sich hier jede Veränderung auch deutlich aus. Neben Zitronensaft verwende ich da heute auch einen nicht zu wacholderlastigen Gin, sondern habe mich hier für den Tanqueray Grapefruit and Rosemary entschieden, der einfach nochmal andere Aromen hier mit reinbringt und meiner Meinung nach sehr gut in diesen Drink passt. Mit der Auswahl des Honigs kann man den Geschmack natürlich auch weiter beeinflussen. Auf jeden Fall solltet ihr einen Bio-Honig einsetzen. Ich nutze heute einen hellen Bio-Akazien-Honig, diesen hier. Aber auch dunkle Varianten funktionieren ganz prima und betonen dann einfach die Honignote noch stärker. Um die Honignote aus einer anderen Richtung etwas zu verstärken, werde ich heute noch die Honigbitters, die Honeybitters von The Bitter Truth in den Drink geben. Die übliche Sour-Mischung ist 6-3-2, also 6 cl Spirituose, 3 cl Zitrussaft und 2 cl Zucker. Beim Bee's Knees ist eine Überbetonung des Gins keine schlechte Idee, damit der Drink, naja, mit dem Honig nicht zu klebrig wird. Unser Drink wird geshakt. Wir brauchen die kleinere Seite unseres Shakers. Wir brauchen unseren Jigger. Wir beginnen aber mit den Bitters und geben davon 2 Dashes in den Shaker. Na, die Flasche ist noch sehr voll. Ihr seht es vielleicht, wenn Bittersflaschen so voll sind, dann kommt am Anfang nicht so viel raus. Da muss man immer ein bisschen mehr reingeben. Ich gebe jetzt nochmal hier 2 nach. Das müsste jetzt ungefähr das sein, was ich unter 2 Dashes verstehe. So, dann nehmen wir den Honigsirup und den könnt ihr euch ganz einfach selbst machen. 2 Teile Honig, 1 Teil heißes Wasser zusammengerührt. Und dann ergibt es diesen Sirup, der in dieser Form sich einfach auch besser auflöst und besser im Shaker vermischen lässt, als wenn er Honig pur verwendet. Das sind jetzt 2 cl. So, dazu kommt jetzt unser frisch gepresster Zitronensaft, davon 3 cl. Ja, und dann unser Gin, wie gesagt, mit einer leichten Überbetonung, in dem Fall 7 cl. Und dazu machen wir unseren Jigger bis oben hin voll.
und geben auch das in den Checker. Dann kommt die große Seite und in die geben wir unser Eis. Geben die Flüssigkeiten oben drauf. Wir verschließen den Shaker immer so, dass hier eine gerade Kante entsteht. So geht er nachher leichter auf. Jetzt kriegt das Ganze 10 bis 15 Sekunden. So, der Shaker ist kalt. Dann ist es unser Drink auch. Wir schnappen uns eine vorgekühlte Cocktailschale, einen Hawthorne-Strainer und zur Sicherheit auch noch einen Feinstrainer, um gar keine Eisstückchen drin zu haben. Und dann seihen wir den Bisnies ab. So, und üblich als Garnitur ist eine Zitronenzeste. Wir machen heute mal ein bisschen was anderes, weil wir den Rosmarin schon im Gin haben, habe ich hier frischen Rosmarin auch vorbereitet. Davon schnappen wir uns jetzt mal ein Zweigchen. Das von der Länge passt, das sollte passen. So. Und jetzt habe ich hier einen kleinen Crème Brûlée Brenner. Könnt ihr auch zum Zigarrenanzünden prima verwenden. Damit werden wir jetzt den Rosmarin leicht flambieren. Können wir noch mal ein bisschen größere Flamme erzeugen? Jawohl. Und dann geben wir das Zweigchen hier in unseren Drink. Na komm. Und ich habe für euch den Bee's Knees. Ich freue mich aufs Probieren. Der flambierte Rosmarin liegt hier schon in der Luft. Das riecht fantastisch. Wunderbar. Am Anfang gleich der Honig, aber in der richtig schönen Balance mit der Zitrone und dann die Botanicals vom Gin. Wie gesagt, in der Nase das Aroma vom Rosmarin, so also ganz leicht die Grapefruit aus unserem Tanqueray hier. Insgesamt super frischer Drink. Der Honig gibt dem auch noch so eine leicht andere Textur und kommt, wie gesagt, geschmacklich auch schön durch. Das gibt einfach nochmal ein ganz anderes Geschmacksbild und auch ein ganz anderes Mundgefühl, als wenn man normalen Zuckersirup verwendet. Ist ein wirklich toller Drink. 3 Zutaten und die Bitters ist schnell gemacht, ist ausgesprochen lecker. Mit dem Rosmarin nochmal so ein besonderer Aromakick. Hoppala. Das gefällt mir wirklich gut. Mache ich zu selten, dafür, dass der so einfach ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Im Abspann verlinke ich euch noch das Video zum Penicillin-Cocktail, der auch mit Honig zubereitet wird und einer meiner liebsten Cocktails ist. Schaut euch das gerne noch an. Für heute sage ich danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Cheers!